Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir, obwohl ich glaube, in der letzten Folge haben wir wieder einen Fangpart gehabt, ne? Weiß ich nicht. Jedenfalls, in der Folge davor haben wir jedenfalls gegen Roy gekämpft, den Drachenprofi, und uns den 8. Arena-Orden ergattert. Boom. Und jetzt müssen wir zum Champ Cup, so wie ich das verstanden habe. Und ja. Aber die Story sagt, erkunde Claw City, also machen wir das mal. Gehen wir mal gucken. Ein Wahnsinnskampf. Ja. Wie ist mit Wettereffekten annulliert? Da wäre mal irgendwie besser gewesen. Das Viech war übrigens Drache Stahl. Sein letztes Pokémon. Da war auch irgendwie krass. Hallo, Daniro. Dein Sieg über Roy war echt beeindruckend. Gut gemacht. Damit hättest du dann auch die Arena Challenge bestanden. Da kann ich dir nur gratulieren. Das müssten wir eigentlich feiern, aber dafür bleibt uns ja keine Zeit. Es ist nämlich so. Die Kacke ist am Dampfen. Dieses Licht über Claw City ist nichts anderes als die finstere Nacht aus der Legenden. Dasselbe Phänomen wie damals, als unzählige gigantische Pokémon in Galar wüteten und beinahe die gesamten Regionen in Schutt und Asche gelegt hätten. Stimmt. Deswegen war es eigentlich so groß. So ist es. Wie wir wissen, ist das Dynamax-Phänomen nur durch die Energie der in der Galar-Region eingeschlagenen Wunschsterne möglich. Aber wir Menschen sind bisher leider nicht dazu in der Lage, diese Energie zu kontrollieren. Doch das könnte sich ändern, wenn wir mehr über die zwei legendären Helden wüssten. Das Schwert und der Schild aus der Legende. Sanja, Liebe, ist der Moment gekommen. Bitte nimm meinen Kittel. Was? Ist das nicht noch ein bisschen zu früh, Oma? Ich bin noch gar nicht in meiner Forschungsarbeit fertig. Genau deshalb sollst du ihn jetzt haben, damit du deine Arbeit gut zu Ende bringst. Nice. Jetzt bist du Professor Sanja. Danke. Löse das Rätsel und die zwei legendären Helden, die einst Galar für der finsteren Nacht bewahren. Finde raus, was wirklich hinter dem Schwert und dem Schild aus der Legende steckt. Das werde ich, Oma. Ich will unbedingt sehen, wie du oder Hopp gegen Delion kämpft. So lass den ganzen anderen Kram ruhig mir und geht nach Score City, okay? Alles klar. Los ab zum Bahnhof. Der nächste Zug fährt bald ab. Cool. Sie ist jetzt die neue Professorin für das nächste Spiel. Wahrscheinlich. Hey. Oh, so viele Fans. Wir müssen der Bahnhof noch mal da, ne? Mann, bocken ja ab. Hi. Ein Haufen nichts in machendes Gebabbel. Das kenne ich alles schon. Danke, dass du mir noch mal erzählst. Danke. Aber es sei die, wann die mal nützlich sind, wenn ich mehrere davon habe. Statt immer ein hin und her zu switchen von jedem einzelnen Pokémon. Hi. Weiter so, Daniro. Ich werde ich beim Vorturnier anfeuern. Das ist aber nett. Okay. Hey, stopp, warte, Daniro. Ich habe Roy besiegt. Willst du mich auf den Arm nehmen? Alles, was ich brauchte, war eine gehörige Portion Selbstvertrauen. Und zack, geschafft. Gegensatz zu deinem Bruder bist du eine echte Quasselstruppe, Kleiner. Na, du hast ja von mir den Drachenorden erkämpft, daran lässt sich nicht rütteln. Dein stürmischer Kampfstil hat mich völlig aus der Bahn geworfen. Er hat gut zu, ihr zwei. Wir sehen, dass ihr beim Champ-Kampf alle aus dem Weg räumt und sich einer von euch einen Showdown mit Delion liefert. So machen wir das. Ich bin natürlich der Favorit und gleich dahinter folgt der Nero, mein direkter Rivale. Ich lasse es ordentlich krachen und ich werde alles anwenden, was ich im Kampf mit dir gelernt habe, Roy. Oh, der Nero, unser Zug ist da. Tschüss. Ja, dass du ihn so einfach erledigt hast, das bezweifle ich. Schon mit Belebern um sich geworfen wie ein Blöder. Hey, das habe ich am Anfang. Score City, bald sind wir da. Sprich mich nicht an. Ich habe mein Handy draußen. Ich will mir so viele Sachen ansehen. Da gibt es dieses riesen Turm und die Monorail. Natürlich das Score Stadion, dort liefern wir beide uns das kultischste Match überhaupt, klar. Ganz klar, nein, die ganze Welt wird uns zusehen und staunen. Ho. Ich bin so cool. Oh, es schneit. Wie sähe Route 10 wohl aus, wenn der Schnee komplett schmelzen würde? Nass. Ah.
Naja, ich habe jetzt wieder neue Waren, ne? Und ich habe Top Genesung und zu kaufen. Ja. Gibt es eigentlich dann überhaupt hier Top 4? Weil Reusser der direkte Rivale von Deleon. Mehr oder weniger der zweitstärkste Trainer. Das heißt ja, Top 4 müsste es gar nicht geben, ne? Nach der Logik. Da wären wir rote 10. Wahrscheinlich nur diese Wände aus Schnee und Eis an. Hier hüllt es sich ja nur von Eis-Pokémon. Jetzt geht es um alles oder nichts. Wenn wir gut genug für die Champ Cup sein wollen, müssen wir ordentlich ranklotzen und so richtig ins Training hängen. Sag das nie wieder. Aber ich glaube fest an mein Team und natürlich auch an mich selbst. Wir packen das. Okay, ich schütze mich mein Vergnügen. Wir sehen uns hier im Eingang von Score City. Ja, wieso willst du da gegen mich kämpfen? Doch, das gibt es jetzt wieder nicht. So, wir gucken jetzt erstmal, ob wir hier durchkommen. Was ist das? Ist das ein Patibos? Okay. Das ist. Ich habe mich schon gefragt, warum dieser eine Typ ein Pokémon tauschen will. Irgendwie ein Pantimos. Warum der Typ irgendwie ein Pantimos aus der Kanto-Region tauschen will gegen irgendwas. Da gibt es doch irgendwie eine andere Version von Pantimos. So, guck mal her. Oh. Aber du bist wahrscheinlich noch Psycho, ne? Deswegen. So, ich fange nicht mal. Ich versuche mal dich zu fangen. Fangpaar Nummer 4. Nein. Ich denke, ich irgendwie voll creepy. Ich habe bewegt. Oh nee. Okay. Versuch mal. Oh nee. Oh gut. Ja, ich hätte mir ein bisschen mehr Schaden erhofft. Ja, ich habe keine Beleber mehr. Nicht mehr so viele jedenfalls. Also Big Tox. Dann sag mir, du kannst keine Psycho-Attacken. Sonst wird das hier wehtun. Das Ding ist so merkwürdig. Was? Warum macht denn dieser Angriff so viel Schaden? Aua! Boah. Ich habe zwar noch Pokémon gefangen auf Screen, also hör jetzt auf. Komm gefälligst in den Ball rein. Boah. Da wird nichts, ne? So. Wenn du kaputt gehst, dann gehst du kaputt. Wenn nicht, dann nicht. Jetzt komm her. Das gibt's nicht, der überlebt hat auch noch. Oh, noch locker. Was soll ich gegen dich machen? Igni. So. Boah, ich hasse Routen, wo es automatisch schneit oder Sandstürme gibt und so. So, jetzt. Komm mir meinen Pokéball rein. Viech konnte irgendwie voll gut sein zum Fangen irgendwie. Ja, ich habe nicht angegriffen. Was machst du jetzt, ne? Tiefschlag bringt nichts. Okay. Jawohl. Gut. Mein Gott, das war nervig. Mein Team ist schon wieder kaputt, ey. So, ich brauche ein paar Level, aber also Galar-Form, Tanz-Pokémon. Dieses begabte Stepptänzer erzeugt am Boden mit kalten Luft eine Barriere aus Eis und richtet sie zu seinem Schutz mit den Füßen auf. Okay. Hier ist noch ein. Wie kann man das Ding nochmal hieß? So. Eis und Psycho. So, Big Tox. Du brauchst Wangen, Rubla. Ich will nämlich dann einen Viech jetzt auch direkt fangen. So. Kann ich wahrscheinlich hier irgendwie hinporten. Hinfliegen, sag ich mal. Hypertank tut nur. Hat nicht Hypertank immer 200 geheilt? Was?
Petsneef. Nur mir ist kalt. Okay, Wangen Rubla. Ich habe so ein Gefühl, ich muss sowieso hier mal diese Pokémon hier alle einsetzen. Fürs Fangen. Einfach weil die Trainer ja wahrscheinlich voll stark sind. Ich meine, die wilden Pokémon sind schon Level 48. Hallo? Das ist ein bisschen krass. Aus dem letzten Arena-Kampf ganz schön schwer. Weil ihr es nicht mitbekommen habt. Alter, kann jetzt. Wollt ihr jetzt mal aufhören mit den Volltreffern die ganze Zeit? Ich gehe nur Volltreffer ab in letzter Zeit. So. Fucht leer. Oh nee, das könnte jetzt nicht so gut sein. Na schon, ich habe sonst nie so viel Glück mit Verwirrung. Also wird zwar nie im Leben selber hauen. Was ich aber merkwürdig finde, ist, die Pokémon sind alle Level 48, ne? Wir sind auch unterentwickelte Pokémon dabei. Und das bedeutet, ja, die brauchen ein Level, um sich zu entwickeln. Würde sich wohl erfüllt, erhöht sich die Klebrigkeit des Nasenschleim. Wer es verärgert, wird damit angeschmiert. Und ja, das ist irgendwie merkwürdig. Dann hast du ja irgendwie nur einen Kampf lang irgendwie die Entwicklung oder so. Und das finde ich ein bisschen dämlich. So. Hier kommen die neuen rein. So. Ja, 920. Ich meine, die haben immer 200 gehalt. Okay, gut, egal. Hallöchen, dich habe ich schon. Oh Gott, geh weg. Dich habe ich auch schon. Geh weg! Gibt es hier irgendwo vielleicht Pokémon? Ich bin Arzt, ich kann helfen. Ich hoffe, du kannst mir helfen nach dem Kampf. Arzt Ingvar. Gardevoir. Haben wir schon Gardevoir gesehen? Oh ja, du bist ja jetzt Fee, ne? Ja, tut mir echt leid für dich. Übrigens, du darfst das nicht überleben, weil sonst ja kannst du mir ganz schön wehtun. So. Okay. Ich glaube, so Level 50 jeden zu bringen, kann schon nicht schaden, ne? Ah, wie kann das sein? Jetzt ist mein eigenes Pokémon verletzt. Mann. So, geh weg. Heimlich. Ich habe schon viele verletzte Pokémon gesehen, ja. So, wie weit sind wir denn eigentlich entfernt von der nächsten Stadt? No, ja, doch. Ein bisschen. Ah, guck mal, was hier alles so ist. Hi. Man sollte sich an die Dinge halten, die man auch bewältigen kann. Das gilt besonders für Bergsteigen. Jedes Risiko ist ein Risiko zu viel. Weise Worte. Wanderer Arash. Stalos, oh Gott. Ich habe natürlich jetzt Kuro draußen mit Eiszahn und so. Ich verpiesel mich mal. Warte mal, ich hätte doch Eiszahn einsetzen können. Der ist doch zur Hälfte Boden. Komm zurück. Bist du ein geisteskrank? Ja, gute Frage. Ne, wir nehmen mal jetzt Flora. Ja, von Lauch hatte ich Tiamat dabei. Ey. Flora. Du musst aber Schaden nehmen durch Eis, durch Hagel. Gott. Jawohl. Aua. So, dann komm mal her. Blättersturm. Wenn das mal treffen würde, natürlich. Jawohl. Nein. Obwohl, nächsten Zug ist er weg. Ach ja, das. Ja, okay. Das kann ich überleben. Weil es mir keinen Schaden macht. Oh, ich bin jetzt voll mega stark. Au. Du, ich war auch noch ein Stalos, ey. So.
Kampfhaus. Du bist Boden? Komm her. Blättersturm. Okay. Spezialangriff ist voll im Keller danach, aber was soll's. Ha, Muschelglocke, na. Was? Autsch. Oh, du bist auch von Heilkörnern getroffen, ne? Ja. Ja, gerade das Ding hat voll den Irokesen. So, gut. Verhält mich das jetzt? Oh, nicht um so viel. Schade. Wanderer Arash. Bei starken Gegnern reicht es nicht, sich hier strikt daran zu halten, was man sich ja bewältigen kann. Ich glaube, wir haben noch nie gegen so einen Typen gekämpft, oder? Um noch mehr Dinge zu bewältigen können, müssen wir wohl auch mal unsere Grenzen überschreiten. Leiten wir schon das nächste Trainerchen. So, ich habe ja noch ein paar andere Pokémon, ne? Bringen wir mal Tiamat und Repto. Eis. So. Ja. Hallöchen, na? Da kämpfe mich noch angespannt als bei der Arbeit. Hör ich nicht. Andreas. Mein Bruder. Mein Halbbruder. Oh, du schaffst das. Ich habe den immer noch nicht Feuerbiss beigebracht. Feuerzahn meint. Na, warte mal, du bist unlicht. Oh, Kehrtwende. Dann hau ich doch mal direkt ab. Sir, ich habe etwas Problem mit diesem Kampf. Wenn Sie mich bitte entschuldigen würden. Ich mache mich vom Acker. Ich gehe von dann. Jo, du. Wird schon klappen. Aua. Ah, sie haben mich gut. Vorhin Hagel gegen Kopf bekommen, hat wehgetan, Mann. Ja. Was? Ja. Ja, das ist ein Buna, ist irgendwie Mauzi aus späteren Generationen, habe ich so Gefühl. Oder Sneebel jedenfalls. Du bist Psycho, glaube ich. Oh, oder das kann ich machen. Wenn ich zweimal treffen würde, dann würde ich. Nee, machen wir den hier. Ja, aus Liebe ist irgendwie das Mauzi aus der dritten Generation, habe ich so ein Gefühl. Das Nibuna, keine Ahnung. Die Entwicklungen, die Mauzi hätte haben können. Stattdessen haben wir irgendwie so eine nicht so gut aussehende Galar-Entwicklung von Mauzi, wenn ihr mich fragt. Ich irgendwie eine veränderte Version von Snowbillycat irgendwie lieber gefunden, obwohl Alola Mauzi sieht nicht sehr viel besser aus. Oh, Überschallknall. Ja, man greift alle Pokémon im Umkreis an mit einem gewaltigen Knall. Ja, sehr stark, 140. Und er macht ja noch ein bisschen mehr Schaden durch seine Fähigkeit und durch ein Item, das er jetzt hat. Also das dürfte schon wehtun. Ich versuche meine Karriere als Angestellter und Pokémon-Trainer unter meinen Hut zu bringen. Wenn man sich mal vor Augen hält, ist es schon wunderbar, dass man sein Leben an der Seite von Pokémon verbringen kann. Was ist das? Ein Sneebel. Da bist du ein Pilot. Mein Gott, der viele Trainer. So, Pilot. Also nehme ich mal an Flug-Pokémon. Also nehme ich mal an Mary. Jetzt eigentlich die Sage, wonach Galar dem Untergang geweiht sei, sollten die Kramor jemals diese Region verlassen. Okay. Sozusagen kommt er jetzt mit irgendwie eine Fritz. Kommt er mit irgendeine Geschichte, die wir noch nicht kennen? Von Kramor, ja. Was für eine Überraschung.
irgendwie so ein starkes Pokémon, so irgendwie so ein Standard-Dingen ist, ne? Schon irgendwie krass. Wer mich fragt, guck ich mal Teil an, ey. Voll der Weltenverschlinger. Jawohl. Ich wollte erst Donnerwelle einsetzen, aber dann denke ich mir, ja, mit etwas Glück schafft Funkensprung dann auch. Aua. Mann. So, irgendwie kommen wir ja noch durch. Also mit dem Level her finde ich gut. Ein Volltreffer. Ja. So, was kommt jetzt? Bitte setzen Urgel ein. Nee, das ist überhaupt nicht ein Urgel. Ich muss raus hier. Ja, gute Frage, ne? Ich habe nichts gegen das Teil. Dich habe ich, Taucher. Boah, du brauchst echt mal bessere Attacken. Tiamat nehme ich mal an. Oh Gott, das wird weh tun. Oh nein. Ja, bringt jetzt irgendwie gar nichts im Kampf. Ja, das wird es leider nicht so bringen, habe ich so gefühlt. Ja. Okay, Dreck. Und das war's mit ihm. Kurzer Auftritt von Tiamat. Verdammt. Was ist das? Ja, ich würde sagen, cool, dann mit Eiszahn. Ja, jetzt, wo die ganzen weiterentwickelten Viecher kommen, wird das doch schon ein bisschen schwieriger. Oh, nee. Erdbeben, das ist so ein krasser Angriff, Mann. Aua. Oh. Kann man aber auch nicht die Beldra so mag. Ey. Guck ich mal eine Art Ding an. Nein. Obwohl. Ja. Oh Gott. Aha, ich lebe noch. Oh, warte. Ist irgendwie so ein Campingplatz in der Nähe. Ausnahmsweise. Ich brauche ein bisschen Heilung. Keine Beleber, ja, verballern muss. Genauso über die alten Überlieferungen zu den Karma weiß ich allerdings auch nicht. Wenn ich Kundschaft befördere, erfüllt es mich mit Stolz zu sehen, wie mit welcher Kraft mein Kramer uns trägt. So, ist irgendwie ein Campingplatz in der Nähe. Geh weg. Geh weg. Nein. Da. Oh, ich wusste es. Mit seinen Zutaten Bären wird das Essen gleich viel schmackhafter. Übrigens, weißt du vielleicht etwas über diese Mysteriezutat, die man Gigapulver nennt? Suche mal mein Pokécamp, dann können wir uns brühwarm austauschen. So. Erst einmal. Was bist du denn? Was ist das denn für einer? So, Entwicklung von Phantimus? Was? Frostimus. Erzähl mir mehr. Oh, spielen gehen. Ich merke, das sind alles Galar-Formen von irgendwelchen Pokémon, ne? Porenta, Smogmog. Morpeko und das Teil. Wo sind meine Pokémon alle? Doch, nehme ich auch nicht mal alle hier auf. Egal, kochen. Möchtest du mit Olle kochen? Es wird gekocht mit Olle. So, was haben wir denn mal? Ausgefallenes. So, boom. Die sehen irgendwie merkwürdig aus, die Teile, aber egal. Dann nehmen wir noch ein paar von denen. Und die, boom. Das Teil.
Schon wieder so was ich mein Team nehmen könnte. Knochen eingefallen. So, ich habe jetzt mal die Joy-Cons so in der Dings. Also kann ich auch so spielen jetzt. Ich habe den nicht in den Controller Dingen drinne. So, jetzt muss ich mal so per Hand drehen. Alter. Was ist das? Oh. Was ist das denn? Hilfe. Flieg und Sieg. Ich weiß nicht, wann man das da reinwerfen muss. Bis heute weiß ich jetzt noch nicht. So, das kann ja nur gut schmecken. Habt ihr gesehen, wie schnell ich geschwungen habe, da. Saures Knochencurry. Da ist noch ein Knochen drin. Okay. Martina Raja. Mann, ich muss nur wissen, wann der richtige Zeitpunkt bei dem letzten Dingen ist. Dann würde ich vielleicht mal wieder diese Explosion schaffen. Und ich will diese Explosion schaffen. So, kriegen wir noch irgendwas hin? Ja, ne? War noch ein Trainer, den ich gerade umgangen bin. Nein. Die Musik ist irgendwie komisch. So. Nein, geh weg. Nein, geh weg. Du ganz besonders. So, hi. Ich frage mich, wie lange wir von der Post wohl noch Briefe austragen werden, wenn noch irgendwann alle durch Pokémon ersetzt. Bertrand, du sprichst mir aus der Seele. Pelipper, wow, perfekte Wahl an erster Stelle. Pass auf, Pelipper, ein Elektro-Pokémon. Okay, die ist eigentlich nicht schlecht, dann kriege ich mir jetzt keinen Schaden durch Hagel. Mach mal den hier, ne? Ah, Elektro, meine einzige Schwäche. Jetzt komm, Urgel, komm. Noctu. Noch nicht, kriegen wir auch klein. Little Mary, setz Funkensprung ein, jawohl. So habe ich mir gedacht, würde der Kampf gegen diesen einen Typen gerade ablaufen. Und dann haut er irgendwie einen Kramor und die Beldra raus. Ich habe verloren. Und weißt du, was ich denke? Ich will niemals die Arbeit als Postbote aufgeben. Der mir einen bösen Blick gegeben. Soll jetzt noch ein Stück? Ne. Gott, Kometstück. So einen großen Wert. So, lass mich mal hier. Oh Gott, ich wäre ein Pokémon. Nein, Menschen sind noch keine Pokémon. Bis jetzt. Bestimmt gibt es irgendwann mal so ein Menschen-Pokémon. Ein Dreckspisser. Ja, okay, ist gut. Oh Gott. Er sprintet, geh weg. Aber ein Pokéball, den brauche ich. Glaube ich. Ich will ihn. Ich will ihn, das ist die Betonung. Was? Komm ich denn dahin? Oh, nee, doch, oder? Doch hier. Ein Blatt Energiekraut. Okay. Zum einmaligen Tragen. Boah, das ist ja voll nervig. Ich wollte eigentlich nicht in dich reinrennen, aber okay. Wenn wir schon nicht reinrennen, dann versuche ich dich auch zu fangen jetzt. Hast du davon? Puff. Das ist nicht meine Schuld, wenn du jetzt in meinen Pokéball reinläufst, ne? Ah, 55. Tschüss. Gott. So. Ich meine, ich kann mich hier in Porten. So, Porten fliegen, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, wie viele Pokémon haben wir jetzt? Ah, sehe ich ja nicht.
Da wurde noch nicht aktualisiert. 202. Okay. Ich würde sagen, im nächsten Mal werden wir dann schon wieder eine Fangfolge machen, weil mir macht das ehrlich gesagt ziemlich Spaß. Also, und wir tun nebenbei den Pokédex aufhören. Ich weiß, das ist vielleicht nicht so interessant, das zu gucken als Zuschauer, aber warum nicht, ne? Ich meine, irgendwann muss ich sie ja fangen. Und wenn, dann will ich sie schon während des Abenteuers hier. Ich kann nicht einfach hier zum Champ gehen, ohne irgendwie was über Pokémon zu wissen. Ich muss ja doch alle haben, ne? Ja, okay. Aber ich sagen, in der nächsten Folge fangen wir wieder ein bisschen was, glaube ich. Weil ich werde wahrscheinlich erst den Fangpart, den ich gemacht habe, dran hängen. Ich weiß auch noch nicht. Ich werde mir schon mal überlegen. Jedenfalls, ich beende diesen Part hier. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder bei Pokémon Schwert. Dankeschön fürs Zuschauen und tschüss, Sikowski.